Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Witcher 3. Wir haben jetzt mal diesen mysteriösen Ort hier gefunden, wo anscheinend die wilde Jagd unseren Kontaktmann, ne, den Agenten da, den wir suchen sollen, getötet hat. Wir sind immer noch auf der Suche nach ihm. Er soll hier in dem Haus niedergestreckt worden sein. Und hier liegt er scheinbar. Boah, ist der blutig. Alter Schwede. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Hose durchsuchen. Hat er was in... Achso, vielleicht können wir... Wir fangen mal mit der Hose an. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif. Als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Ja, und er sucht die Hose und sagt ganz steif. Interessant. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Dann schau mal in den Schüchen nach. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Interessant. Muss zum Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Sehr interessant. Da ist noch was. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Aha. Dafür war also der Schlüssel. Dann nimm mal die Leiter. Dann gehen wir hier hinunter. Ein Fläschchen. Lesen. Vermisst Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet und zurückbringt. Findet oder zurückbringt. Interessant. Interessant. Eine Geheimtür. Was ist denn hier alles? Unter seinem Haus noch. Geld. Und jetzt? Aha. Was ist das denn? Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schau. Interessante Überschriften. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelheim. Was? Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron im Krähenfels. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Hey, das sind wir! Den Kontakt mit anderen. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Puh, okay. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Okay. Also erstmal zur Burg des Barons. Boah, 100... 10! Warum 10? Warum sage ich 10? Neue Quest Hexenjagd. Nein, wir machen jetzt die Burg des Barons. So wie es uns auch aufgetragen wird. Ich schaue nur gerade, ob hier noch irgendwas ist. Da draußen. Das ist bestimmt noch so ein Hund oder so. Den Kontakt mit dem müssen wir ja nicht unbedingt suchen. Wir haben ja Plötze dabei. Langsamer. Ups. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte auf die Map. Das ist immer kompliziert. Ich spiele ja nebenbei noch Assassin's Creed 3 und da ist es
ein wenig anders mit den ganzen Karte öffnen etc. Um die Karte zu öffnen, muss ich bei Assassin's Creed Tab drücken und hier ist es mit Umschalt. Ich bin schon völlig durcheinander gerade. Mit M! Wie Map! M wie Map! Ich bin schon völlig bescheuert. Wirklich. Wir schauen uns jetzt erstmal noch hier diesen unbekannten Ort. Oh, ein Reh, oh, ist so süß. Diesen unbekannten Ort an. Der liegt nämlich so schön auf dem Weg. Dann können wir noch schauen, was da ist. Ich hoffe, das ist nicht zu hoch vom Level, sodass wir das machen können. Okay, nein. Das sind Level 7, ne? Wir haben gerade mal Level 3. Das ist keine gute Idee. Nein, ich drücke schon wieder Tab dafür. Ich möchte doch gar nicht Tab drücken. Ja, das hat eindeutig ein zu hohes Level. So. Welches Level habt ihr so? Oh Gott, Level 9! Ich bin schon weg, lasst mich nur in Ruhe! Warum haben die denn alle so hohe Level? Ich möchte eigentlich gern noch ein paar Nebenmissionen machen, weil wir mit dem Level so hinterherhängen. Wir sind gerade mal Stufe 3 und ich denke, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir diese Nebenmissionen mal in... Ich bin so doof, ne? So ist gut. Schon wieder Tab gedrückt. Wie kann man nur so dumm sein? So. Wir... Da hierin ist noch ein Anschlagbrett. Finde den Baron. Ach, wir müssen da sowieso rein. Das ist gut. Ja, was seid ihr denn für welche? Ich tue doch gar nichts. Oh, da komme ich nicht hoch. Wieso wird mir denn hier ein Weg angezeigt? Die Musik. Auf einmal geht's voll ab. Oh, what? What? Haben wir ihn gerade ge-one-hitted? Oh, das Schwert ist super. Lass mich mal kurz runter, Plötze. Offenbar ist das Schwert echt super. Nochmal Schaden plus 1. Aber irgendwas minus 2. Was ist denn das erste für ein Wert? Rüstungsdurchbohrung. Hat das das auch? Nö. Das hat das hier. Naja gut, das ist ja das normale Schwert, was wir hatten. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier lang. Wie witzig er die Türen immer einrennt. Das ist so cool. Das sieht so doof aus, weil die immer so leicht aufgehen. Und man denkt, so eine schwere Holztür müsste doch eigentlich viel schwerer aufgehen. Ist der Baron zu Hause? Geht dich nichts an. Ich muss ihn sprechen. Öffnet das Tor. Niemals. Wir haben gehört, was am Scheideweg passiert ist. So einen lassen wir hier nicht rein. Toll. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich sollte mich unter den Dörflern umsehen. Vielleicht hat ja einer den Mumm, mir zu helfen. Ich wollte doch zum Anschlagbrett. Naja gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück und schauen mal, ob uns da jemand hilft. Hier war doch eine. Ach, die ist abgeschlossen. Schade. Aber die hier, flupp, einfach aufgetreten. Zack, ist die offen. Oh, guck mal da oben, die Details am Himmel. Einfach ein paar Vögel. Nur ein müder alter Mann rennt nicht voller Furcht weg, wenn er mich sieht. Hi. Grüß dich. Grüße zurück. Die anderen Dorfbewohner sind abgehauen, als sie mich sahen. Nur du nicht. Ich bin zu alt zum Rennen. Was könntest du mir auch anhaben? Mich töten? Mach ruhig. Ich lebe eh nicht mehr lange. Mir das Fell abziehen geht nicht. Meine Haut ist zu spröde. Lebst du schon lange hier? Seit meiner Geburt. Müssen jetzt schon über 70 Winter sein. Kennst die Gegend bestimmt ganz gut. Kann man sagen. Hör zu, ich muss in diese Festung kommen. Gibt es auch einen Weg, der nicht durch das Haupttor führt? Ja, aber nur wenige kennen ihn.
Wenn du, sagen wir, einem bescheidenen Mann ein bescheidenes Angebot machen würdest, könnte ich dir den Weg zeigen. Na gut, wir zahlen mal. Gut. Ich habe auch keine Lust auf einen Streit mit den Wachen. Vor vielen Jahren. Wow, ein Erfahrungspunkt. Yay. Regierte, verschwand der Sohn des Schmieds. Das ganze Dorf hat nach ihm gesucht. Man hat ihn schließlich im Fluss gefunden. Ertrunken. Tragisch. Aber warum sollte mir das weiterhelfen? Einige Tage später fand eine alte Dienerin des Herrn die Mütze des Jungen in der Nähe des Burgbrunnens. Entweder verlor er sie dort, oder er fiel in den Brunnen. Kluger Mann. Wo die Leiche des Jungen gefunden wurde, haben die Dorfbewohner einen Schrein errichtet, nordwestlich von hier. Bestimmt findest du da irgendwo einen Durchgang. Wo genau ist der Schrein? Folge dem Weg, der durch das Dorf führt, bis zur Brücke. Dann gehst du rechts und immer geradeaus bis zur Kreuzung. Biege dort wieder rechts ab und folge dem Pfad den Hügel hinauf. Der Schrein steht dort oben. Hinter der Brücke rechts, dann wieder rechts. Das finde ich. Danke. Okay. Toll, Plötze kommt gar nicht hergelaufen. Ich wollte ihn gerade rufen. Das hört sich aber so an, als dürfte das leicht zu finden sein. Und dann kommen wir hoffentlich auch an das schwarze Brett ran, wo wir ja hin wollten. Ich hoffe, dass nicht das, wo wir gerade eben schon waren, wo diese Level 5 Gegner waren. Ihr erinnert euch vielleicht. Da möchte ich nicht unbedingt hin. Schauen. Hier müssen wir an der Kreuzung rechts. So. Und dann geradeaus. Oh, hier hingen welche. Los, lauf! Hing aber da komisch. So. Da sind wir. Da ist der Schrein. Der Durchgang muss hier irgendwo sein. Ach so. Und wir müssen ab hier irgendwas suchen. Wo ein Durchgang? Die Höhle. Ah. Wo ist denn hier eine Höhle? Wir haben hier ja nur ein beschränktes Gebiet. Es kann ja nicht so schwierig sein. Jahre später ist Sven ja immer noch am Suchen. Oh, Moment. Ist es vielleicht unter Wasser? Da ist er. Da ist er? Lol, sagt er, aber ich sehe gar nichts. Ach, da. Tatsächlich unter Wasser. Ja, wie cool. Scheiße, jetzt sind wir schon wieder in so einer blöden Höhle. Kann ich hier drin Plätze rufen? Was passiert, wenn ich das tue? Das kannst du hier nicht tun. Alles klar. Wenigstens ein bisschen Logik hier. Hm? Was ist denn hier los? Erkunde die Höhle und finde einen Weg in die Burg. Huch, da bitte. Ach du Scheiße. Ich sehe gar nichts. Okay, die können wir aber... Könntest du mal... Ach du Scheiße. Lol, wie die wegfliegt. Was denn das für eine eklige? Ach, hier ist der Loot. Extraktwasserzahn. Erstmal ein bisschen Fleisch mammeln. Mampfen. Nicht mammeln. Mümmeln. Mümmeln, mampfen. Wie auch immer. Kann heute irgendwie nicht reden. Ich sollte nicht mehr aufnehmen. Das ist ja schlimm. Boah, man sieht ja gar nichts hier.
Ein Wasserweib. Interessant. Huch, was ist das? Seewandpilze. Toll. So viele Zutaten für diese Alchemie. Irgendwas muss hier sein. Man sieht aber wirklich gar nichts. Ich kann hier null erkennen. Wenn man irgendwie ein Feuer machen könnte oder so. Da ist noch was. Boah, geil. Zerrinne Perle, Timmerscher Dolch, Manuskripte, Alko, Hest und Zwergenschnaps. Geil! Nehmen wir alles mit, bitte. Whoop. Boah, ich bin gerade voll da reingesprungen. Das sah cool aus. Kannst du da durch? Natürlich geht das nicht. Der hätte da voll locker durchgepasst. Aber nein. Hallo? Man sieht hier gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Okay. Wir suchen hier bestimmt wieder 5 Jahre. Jetzt sind wir auf der anderen Seite hier, oder? Sehe ich das jetzt richtig? Ja. Da kamen wir von außen. Nee, hier kommen wir aber auch nicht weiter. Es muss irgendwo hier sein, wo er uns ja auch sagt, geh hier hin. Oh, huch, was? War hier nicht gerade was? Oder habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich habe ich mir das eingebildet. Wenn wir an die Wand gehen, können wir was erkennen. Was ist denn hier? Auf einmal, hä? Sagt mir an, genau hier. Genau hier ist irgendwas. Ich kann aber nicht sagen, was. Hexer, selbst die Hexersinne verraten mir gar nichts. Hüpf, mein kleiner Freund. Hüpf. Ich hatte ja gehofft, wir können hier irgendwie schwimmen oder so. Irgendwas muss es doch geben, wo es hier weitergeht. Finde einen Weg in die Burg. Okay, jetzt können wir hier noch Zutaten sammeln. Und Hasenfell. Kann ich da durch? Was ist das hier überhaupt? Nichts. Alles klar. Bestimmt wieder voll einfach eigentlich. Oh. Ich höre da was. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Cool. Einfach mal alles mitnehmen, was man hier so aufgabeln kann. Oh, hier ist ganz schön viel. Licht. Ich bin fast da. Aha. Moment, da ist doch noch was. Anzünden. Ach so. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Burg. Perfekt. In Vysima. Das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee?
Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Guten Tag, lieber Baron. Unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Nützlich für was? Nützlich? Wie? So gehört sich das. Ich bin sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Hier entlang. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Naja, immerhin hat er uns noch nicht gleich getötet. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Nein. Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trockenen sitzen. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die beste in ganz Welen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt. Zum Wohl. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. Ach, sein Sohn ist weg. Schlechter von Blavik. Ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ja, ganz toll. Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Oh, wenn du es als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Oh, wir spielen jetzt mit Ciri. Das war knapp. Ich muss hier weg. Oh. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge aber erst weiter. Ich verabschiede mich erstmal von euch, sage ciao Leute, bis dann.